Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag lesen wir miteinander 1. Mose 17. Und zwar lesen wir zum Einstieg die ersten 8 Verse. 1. Mose 17, 1 bis 8. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Gesicht, und Gott redete mit ihm und sprach: Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden, und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen, und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Soweit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, heute kommen wir zu einem der schönsten und wichtigsten Inhalte der Bibel und des christlichen Glaubens überhaupt, nämlich der ewigen Treue Gottes. Und deshalb auch unser Thema: der Gott der Bibel, der Gott ewiger Treue. Weitere 14 Jahre sind vergangen, seit Abraham sich auf den kleingläubigen Deal der Sarah eingelassen hat. Da hatten wir uns letzten Sonntag damit befasst. Ismael, die Frucht dieses Kleinglaubens, ist mittlerweile 13 Jahre alt. Der verheißene Erbe ist immer noch nicht geboren. Da meldet sich Gott wieder bei Abraham. Abraham ist mittlerweile 99 Jahre alt. Wie der Herr dem Abraham erscheint, sagt uns Gottes Wort nicht. Sicher nicht in seiner göttlichen Herrlichkeit, denn die kann kein irdischer ertragen. Aber wie er sich vorstellt, das wird berichtet. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin Gott, der Allmächtige, der El Shaddai, der gewaltige Wundertäter. Es ist klar, warum sich Gott an dieser Stelle genau so vorstellt. Gott überlässt da ja nichts dem Zufall. Er wählt seine Dinge ganz präzise aus. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin der gewaltige Wundertäter. Den Glauben an eben diese gewaltige Wunderkraft Gottes, den hat Abraham mehr oder weniger vollständig verloren. Zumindest was einen gemeinsamen Sohn mit Sarah betrifft. Und in diese Glaubenslosigkeit des Abraham hinein macht diese Selbstvorstellung Gottes klar: Abraham, dein Kleinglaube hat überhaupt keine Berechtigung. Sieh mich an, wer ich bin, der Allmächtige. Nach dieser Vorstellung mahnt Gott den Abraham: Wandle vor mir und lebe untadelig. Gott muss so mahnen. Denn seit 14 Jahren wandelt Abraham nicht mehr wirklich vor Gott und untadelig. Er wandelt nicht mehr im Göttlichen, er wandelt im Menschlichen. Abraham hat sich ganz und gar in den Gegebenheiten des menschlich Möglichen eingenistet.
Es ist interessant, das beim Vater des Glaubens einmal in diesem Kapitel wirklich genau wahrzunehmen. Abraham, der Vater des Glaubens, ist nun seit 14 Jahren dabei, den menschlichen und nicht den geistlich-göttlichen Weg zu gehen. So sehr, dass er nicht die geringste Absicht und auch nicht die geringste Hoffnung hat, diesen menschlichen Weg je wieder zu verlassen und auf den göttlichen Weg der Verheißung zurückzukehren. Da ist die Mahnung Gottes an Abraham, wandle vor mir und lebe untadelig, dringend nötig. Denn Kleinglaube, Schauen aufs Menschliche, ist niemals ein Wandel vor Gott und niemals untadelig. Gegenüber diesem menschlichen Weg des Kleinglaubens betont Gott nun seinen Bund. Es handelt sich hier nicht um einen neuen Bundesschluss, von dem Gott redet, sondern Gott bestätigt den Bundesschluss, von dem Kapitel 15 berichtet. Und er ergänzt ihn mit einem Bundeszeichen, nämlich der Beschneidung. Ich habe mich gefragt, warum wählt Gott ein Bundeszeichen, das allein Männer bekommen können? Ist ja interessant. Das hat gewiss nichts mit einer Grundschätzung, mit einer Geringschätzung der Frau zu tun, aber betont es nicht die geistliche Verantwortlichkeit des Mannes. Wenn wir zurückdenken, mit wem redet Gott im Garten Eden? Mit Adam vor allem. Ihn ruft er, Adam, wo bist du? Adam ist Rechenschaft schuldig vor Gott. Mit wem redet Gott bezüglich der Arche? Mit Noah. Mit wem redet Gott hier? Immer und immer wieder mit Abraham. Die Männer sind der geistlich verantwortliche Ansprechpartner Gottes für ihre Familie. Das heißt nicht, dass Gott niemals zu Frauen redet. Wir haben im Alten Testament die Prophetin Hulda, wir haben im Neuen Testament die Töchter des Diakon Philippus, durch die Gott prophetisch gesprochen hat. Aber die Männer sind als die geistlich Verantwortlichen seine Hauptansprechpartner. Sie müssen vor Gott verantworten, was in ihren Ehen und Familien geschieht. Und ich vermute, dass das auch im Zeichen der Beschneidung zum Ausdruck gebracht wird. Sehr wichtig ist dann, wer alles durch die Beschneidung das Zeichen des Bundes erhalten soll. Sowohl der im Haus Geborene als auch der dazu gekaufte Sklave, also der eigentlich ethnisch Fremde. Vers 12. Wir hatten das vor knapp 2 Jahren beim Stichwort des Fremden ja schon festgestellt. Das Volk Gottes, das Volk der Juden, ist keine völkisch undurchlässige Einheit. Gott denkt wohl in Völkern. Das ist in der heutigen Zeit auch wieder besonders wichtig, wo Kräfte am Werk sind, die alle Nationen willkürlich um den ganzen Globus und insbesondere in Deutschland und Europa durcheinanderwirbeln wollen. Das ist in sich zutiefst ungöttlich, antichristlich, unbiblisch und satanisch. Gott denkt ganz präzise in Völkern. Das durchzieht die Bibel wie ein roter Faden, sowohl in den Verheißungen wie auch in den Gerichtsworten Gottes. Wir wissen, dass an Edom, an Ägypten, an welche verschiedenen Stellen immer wieder ganz besonders konkret Völker benannt sind, im Blick sind. Oder denken wir an die Amalekiter, die als Israel auf dem Weg aus Ägypten ins verheißene Land war, sich dem Volk Israel in den Weg stellten. Das furchtbare Ringen und Toben, als Mose auf dem Berg stand mit Unterstützung des Aaron und Hur, soweit ich mich gerade erinnere, und der Kampf tobte furchtbar und Gott gibt später dem Saul, mindestens 400 Jahre später, den Auftrag, vernichte sie, die Amalekiter, weil sie sich damals vor Jahrhunderten meinem Volk in den Weg gestellt haben. Gott denkt durchaus sehr präzise in der Größenordnung von Völkern.
Von daher ist das Reden von Nationen, von Volk und Vaterland durchaus ganz und gar biblisch. Aber die Bibel hat eindeutig keinen Volksbegriff etwa im Sinne des Ariernachweises, wonach etwa nur der Deutscher wäre, der seine deutsche Abstammung über so und so viele Generationen nachweisen kann. Nein, wir sehen es am Beispiel des Volkes Gottes, am Beispiel der Juden. Jeder, egal welchen ethnischen Hintergrund er hat, kann Jude werden, wenn er sich voll und ganz in das jüdische Volk integriert. Auch und vor allem religiös durch die Beschneidung. Dann ist auch der Fremde, dann ist auch der gekaufte Sklave vollwertiges Mitglied des Gottesvolkes. Das sehen wir hier am Zeichen der Beschneidung und an seiner Praxis. Wir halten fest, die Bibel hat einen durchaus klaren ethnischen Volksbegriff im Sinne eines Volkes als Einheit von Menschen, gemeinsamer ethnischer Abstammung, einer gemeinsamen Kultur und eines gemeinsamen Glaubens. Aber dieser Volksbegriff ist durchlässig für Menschen anderer Abstammung. Aber immer so, dass die jüdische Leitkultur absolut unangetastet bleibt. Das Stichwort Leitkultur, das man bei uns auf so schändliche Weise diskriminiert und ad acta gelegt hat, ist durchaus ein biblisch gebotenes Thema. Durch das Zeichen der Beschneidung bekräftigt Gott hier also seinen Bund mit Abraham. Und er betont, wie auch in Zukunft immer wieder, dass er Abraham ganz außerordentlich mehren will. Aber eben nicht aus Ismael, sondern aus dem verheißenen Erben. Nicht aus dem Sohn des Kleinglaubens, sondern aus dem Sohn des Glaubens. Das erkennt Abraham hier noch nicht, aber er fällt vor Gott nieder. Und wir fragen, wie und wohin? Natürlich auf sein Angesicht, nach vorn und nicht auf den Rücken. Ich betone das kurz ausdrücklich gegen das unkontrollierte nach hinten Stürzen bei Charismatikern und Pfingstlern. Die nennen das ja erschlagen werden im Geist, Englisch slain in the spirit. Und behaupten, wenn Menschen hier derart unkontrolliert auf den Rücken fallen, dann wäre das eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Nichts ist fataler und falscher als das. Das habe ich andernorts schon begründet. Hier nur noch ein wichtiger Hinweis zur Ergänzung, auf den ich erst vor etlichen Wochen gestoßen bin. Jesaja 66, Vers 16, da sagt es Gott nämlich selber ganz eindeutig. Jesaja 66 redet Gott von seinen Zorngerichten der Endzeit, mit denen er über die kommt, die sich von ihm ab und gegen ihn aufgelehnt haben. Und dazu lesen wir in Vers 16, denn mit Feuer hält der Herr Gericht. Mit seinem Schwert vollzieht er es an allem Fleisch und die Erschlagenen des Herrn, slain by the Lord, werden zahlreich sein. Interessant. Es möge nun bitte keiner kommen und versuchen, einen Unterschied zu konstruieren zwischen den Erschlagenen im Geist und den Erschlagenen des Herrn, sind ein und dieselben. Erschlagen vom Herrn wird niemals ein Kind Gottes. Erschlagen vom Herrn, wenn überhaupt, wird der Feind Gottes, der es wagt, unheilig und unrein dem Herrn zu nahen. Abraham fiel also nicht nach hinten in der Begegnung mit Gott, wie das auch sonst bei Kindern Gottes niemals geschieht. Er fällt auf sein Angesicht. Und Gott wiederholt seine Verheißung: Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Zum Vater einer Menge von Nationen. Da habe ich gestutzt bei dieser Formulierung. Sie steht in der Bibel tatsächlich so da. Die griechische Übersetzung, etwa die Septuaginta, redet von einer Fülle der Ethnien, Ethnon. Eigentlich sehen wir Israel ja als ein Volk, als eine Ethnie. Wie ist diese Zusage Gottes, ich will dich zu einer Menge von Nationen machen, gemeint? Will Gott damit einfach die unübersehbare Fülle der Nachkommen Abrahams beschreiben?
Die Sache durfte schon weitergehen. Oder meint, dass über die 12 Söhne Jakobs, über die Zerstreuung unter alle Nationen, am Ende Menschen vieler Völker schon rein physisch zu den Nachkommen Abrahams gehören werden. Denn eine gewisse Durchmengung gab es natürlich auch, sicher insbesondere bei den verlorenen 10 Nordstämmen in vielfacher Weise auch. Oder deutet die Formulierung an, dass zu Israel, dem auserwählten Volk Gottes, ja auch durch Beschneidung und umfassende Integration Menschen aus allen Völkern dazukommen werden? All diese Deutungen sind, denke ich, möglich, wobei eine vielleicht besonders im Blick ist: Abraham als Vater des Glaubens wird als solcher Vater vieler Menschen aus allen Nationen werden, nämlich die an den lebendigen und allmächtigen Gott glauben und an Jesus Christus, seinen Messias. So geistlich gesehen wird Abraham zum Vater einer Menge von Nationen. Was sich gerade dann auch im tausendjährigen Reich nochmal in besonderer Weise auf diesem Globus sichtbar zeigen wird. Die Verheißung einer großen Menge an leiblichen Nachkommen dürfte verbunden sein mit der Fülle einer von geistlichen Nachkommen aus allen Nationen. Wenn wir einerseits Abrahams menschlichen Weg und seinen Kleinglauben sehen und andererseits, wie Gott sich ihm erneut zuwendet, seine Verheißung bestätigt, seinen Bund bekräftigt, liebe Geschwister, da staune ich ob der Treue Gottes. Erstaunlich, welche Um- und Irrwege Gott bei seinen Kindern, selbst beim Vater des Glaubens, zulässt und mitgeht. Auch das ist wichtig, Gott geht diesen Weg mit. Er lässt Abraham auf diesem Irrweg nicht los, er weicht ihm trotz des Irrwegs nicht von der Seite, er erneuert und bestätigt vielmehr seinen Bund mit Abraham. Das entschuldigt oder rechtfertigt solche Irrwege nicht. Das ändert auch nichts an ihren Folgen. Das waren wir am letzten Sonntag dabei. Von den furchtbaren und langfristigen Folgen solcher Irrwege haben wir am letzten Sonntag gehört. Aber das Großartige ist, Gott geht in seiner Liebe und Treue auch solche Wege seiner Kinder mit. Und er ist immer wieder bereit, sie vom menschlichen Weg des Kleinglaubens auf den göttlichen Weg des Segens und der Fülle zu führen. Bei Abraham muss er dafür eine ordentliche Portion göttlicher Hartnäckigkeit aufwenden. Zunächst lang und breit bestätigt Gott den Bund mit Abraham, nicht nur die große Zahl der Nachkommenschaft, auch die Verheißung des Landes wiederholt und bekräftigt er. Dem Bund und der Verheißung fügt er das Bundeszeichen als etwas Neues hinzu. Und Sarah nimmt er hier ganz ausdrücklich mit in den Bund und die Verheißung hinein. Er sagt, ich werde sie, Sarah, segnen. Und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Vers 16. Und was tut Abraham hier schon mit seinem neuen Namen, Vater einer Menge genannt? Da staunen wir auch nochmal, aber nicht positiv, liebe Geschwister. Äußerlich fällt er zwar nochmal vor Gott auf sein Angesicht, aber innerlich lacht er den allmächtigen Gott, den Gott, der Wunder tut, in seinem Herzen aus. So lesen wir es tatsächlich, Grunde Vers 17. Und lachte und sprach in seinem Herzen, also ein innerer Vorgang. Er lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären. Keineswegs nur Sarah lacht. Die Geschichte ist uns wahrscheinlich besser im Kopf. Als Gott im nächsten Kapitel vor dem Untergang Sodom und Gomorras nochmal die Verheißung bekräftigt,
dass Sarah ein Kind gebärt. Da hat die Sarah gelauscht hinterm Zelt und hat gelacht. Also mir war dieses Gelächter der Sarah wohl bekannt, dass der Abraham auch lacht ein Kapitel vorher. Genauso ungläubig, muss ich ehrlich sagen, war mir bisher so noch nicht aufgefallen gewesen. Schon hier stimmt Abraham ein inneres Gelächter des Kleinglaubens an. Und er bekräftigt auch vor Gott laut seinen Kleinglauben, möchte doch Ismael vor mir leben, vor dir. Obwohl Gott ihm gerade noch mal lang und breit die alte Verheißung bestätigt, aus Sarah will ich dir den verheißenen Erben schenken, kommt Abraham aus seinem Kleinglauben nicht heraus, möchte doch Ismael vor dir leben. Er kann es sich nach so vielen Jahren vergeblichen Wartens beim besten Willen nicht mehr vorstellen, dass der allmächtige Gott ein solches Wunder vollbringen würde. Wir sehen, wie ganz und gar Abraham hier im menschlichen Denken untergegangen ist. Und der heilige und allmächtige, im Herzen des Abraham ausgelachte Gott, er bleibt ganz ruhig und beharrlich und sagt, nein, Sarah, deine Frau, auch interessant, Hagar wird von Gott nicht als Ehefrau Abrahams anerkannt. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Gott muss den Abraham schon fast mit Gewalt wieder auf den göttlichen Weg des Vertrauens zurückbringen. Wir sehen daran übrigens auch, wie sehr die charismatisch-pfingstlerische Lehre in die Irre geht. Die behauptet nämlich das Gegenteil. Die behauptet, wir müssten durch unseren Glauben die Erfüllung der Verheißungen quasi selbst vollbringen. Was wurden da alles schon für Theorien entwickelt, Behauptungen aufgestellt und Bücher geschrieben, dass wir selbst das Wort des Glaubens, etwa der Heilung, aussprechen müssten. Und dann, wenn Gott unseren Glauben sieht und wir unsere Heilung ausreichend bekannt haben, die noch gar nicht stattgefunden hat, dann würde als Antwort auf unseren Glauben Gott die Heilung schenken. Und ähnlicher total unbiblischer und verantwortungsloser Blödsinn. Wir sehen hier bei Abraham genau das Gegenteil. Abraham hatte jeden Glauben und jede Hoffnung im Blick auf den verheißenen Erben vollständig verloren. Diese Hoffnung keimt noch nicht mal wieder auf, als Gott ihm erneut die Zusage des Erben gibt. Abraham wehrt viel mehr ab. Es mag auch menschlich begründet sein, dass Abraham in 13 Jahren sein Herz und seine Hoffnungen an Ismael gehängt hat, immerhin den einzigen Sohn, den er jetzt seit 13 Jahren wenigstens hat. Aber deutlich ist auch, dass er es Gott in diesem Moment nicht zutraut, einem 100- und einer 90-Jährigen ein eigenes Kind zu schenken. Wir haben bei Abraham an dieser Stelle Kleinglauben pur. Aber Gott lässt sich von diesem Kleinglauben nicht beeindrucken und nicht vom Handeln abhalten. Wir müssen uns dabei allerdings auch vor Augen halten, so viele große göttliche Wunder hat Abraham bis zu diesem Tag noch gar nicht erlebt. Genau genommen, wenn ich es richtig überblicke und nichts übersehen habe, gar keins. Gott hat ihn zwar vor 24 Jahren aus Haran berufen, er hat ihn ins verheißene Land geführt und ihn bis auf diesen Tag bewahrt. Aber das war es eigentlich schon. An wirklichen Wundern erlebt Abraham genau genommen vor der Geburt Isaaks nichts. Allerdings lebt er auch ohne solche Wunder in einer sehr engen und persönlichen Beziehung mit Gott. Gott ist ihm ja immer wieder begegnet, so wie hier. Gott hat immer wieder persönlich mit ihm geredet, aber wir sehen, wie wenig diese großartigen Gottesbegegnungen Glauben bewahren, wenn die sichtbare Erfahrung und Bestätigung ausbleibt. Und mit dieser Seite Abrahams haben wir ja auch jeden Tag zu kämpfen. Was sind wir für Glaubenshelden, wenn wir gerade eine großartige Gebetserhörung erlebt haben?
Und wie jämmerlich wird's mit unserem Glauben, wenn der Herr auf eine Not und ein Gebet ein paar Tage mal nicht reagiert hat. Ich staune, wie Gott den Abraham aus dieser Versenkung des Kleinglaubens herausholt und ihn wieder auf den Berg der Verheißung stellt. Gott vergewissert ihm: Mein Bund mit dir und Isaak und euren Nachkommen soll ein ewiger Bund sein. Deshalb auch unser Thema heute: der Gott der Bibel, der Gott ewiger Treue. Ewig unverbrüchlich ist die Treue Gottes. Das Neue Testament bestätigt das. Wir haben als Lesung Römer 11, die Verse 22 bis 29 gehört. Da betont Paulus die Güte und auch die Strenge Gottes. Auch als auserwähltes Volk, dem die ewige Treue Gottes zugesagt ist, kann Israel nicht einfach machen, was es will. Und Paulus führt aus, dass die Israeliten so lange auf Gottes Nerven rumgetrampelt sind, bis Gott schließlich sagt: Okay, wenn er schon, ich sag's jetzt mal richtig hart, ums Verrecken nicht am Baum bleiben wollt, zu dem ihr gehört, zu dem ich euch berufen habe, dann reiß ich euch halt ab von diesem Baum. Wie viel Gnade hat er gehabt? Aber sie haben weiter auf seinen Geboten, auf seinem Namen, auf seiner Liebe, auf seiner Treue rumgetrampelt. Und so wurde Israel ausgerissen aus diesem Baum. Aber, und das betont Paulus sofort auch, das ändert gar nichts daran, dass Israel von Natur aus weiterhin zu diesem Baum gehört und wir aus den Nationen von Natur aus nicht zu diesem Baum gehören. Es ist eine außerordentliche, eigentlich eine widernatürliche Gnade, dass auch wir aus den Heiden in diesen eigentlich fremden Baum hineingepflanzt werden. Und Paulus sagt, wie viel logischer und selbstverständlicher ist es, dass Gott die natürlichen Zweige, die er ausgerissen hat im Zorn, wieder einpflanzen wird. Allerdings nicht um ihretwillen und auch nicht genau genommen um Abrahams Willen, nicht weil sie Abrahams Kinder sind, physisch und leiblich, sondern wenn sie umkehren zum Glauben an Jesus Christus. Das ist ihre Bestimmung. Dazu hat sie Gott berufen. Und seine Berufung ist ein ewiger Bund. Gottes Gabe und Berufung können ihn nicht gereuen. Vers 29. Elberfelder übersetzt noch besser, aber sprachlich ein bisschen sperriger, aber besser: sind unbereubar. Das heißt, die Gaben und die Berufung Gottes lassen es ihrem Wesen nach überhaupt nicht zu, dass sie bereut werden könnten. Sie sind unbereubar. Es ist ein sachliches Ding der Unmöglichkeit. Wie gesagt, man muss hier unterscheiden zwischen dem Volk Gottes als gedachtem Ganzen, das berufen ist, und den einzelnen Individuen. Keiner von diesen Individuen, kein einziger Israelit, kein einziger Jude wird gerettet, nur weil er zum gedachten Ganzen gehört. Sondern jeder wird nur gerettet, wenn er an Jesus Christus glaubt. So sagt es Vers 26 in Römer 11. Ohne Glauben an Jesus gibt es kein Heil. So wird ganz Israel gerettet, weil sie umkehren und Buße tun. Wesentlich allerdings erst durch den wiederkehrenden Herrn. Die besondere Erwählung Israels besteht und sie bleibt ewig bestehen, aber sie ist für den Einzelnen kein Selbstläufer. Keiner kann sich zurückziehen und sagen: Ich bin ja Abrahams Kind, dem Fleisch nach, deshalb kann mir nichts passieren. Nein, diese ausgerissenen Zweige werden wieder eingepfropft, weil sie sich vom Unglauben ab und dem Glauben an Jesus Christus als ihren Messias zuwenden. Es ist ein ewiger Bund. Und Gott wird alle Verheißungen erfüllen, die er diesem Bund gegeben hat. Und dazu gehört auch, dass Gott seinem Land, das verheißene, seinem Volk, das verheißene Land Kanaan als ewigen Besitz versprochen hat. Wenn wir heute in den Nahen Osten schauen, auf die Palästinensergebiete oder insbesondere auf den Tempelberg in Jerusalem, und wir sehen dort zwei muslimische Heiligtümer stehen, dann müssen wir wissen,
dass Gott nicht nur seinen Namen dort niedergelegt hat, sondern dass er jeden Quadratmeter dieses Landes seinem Volk als ewigen Besitz versprochen hat. Und der allmächtige Gott wird sich durch keine Macht der sichtbaren oder unsichtbaren Welt davon abhalten lassen, diese Verheißung zu erfüllen. Das ist auch die Bedeutung des tausendjährigen Reiches, ganz besonders hier, denn da erst wird sie wirklich in Erfüllung gehen, was Gott hier dem Abraham zugesagt hat. Ewiger Bund, das gilt auch für uns. Auch wenn der ewige Bund hier konkret Abraham und seiner Nachkommen zugesagt ist, so gilt die Aussage von Römer 11, 29 doch ganz grundsätzlich. Gottes Gabe und Berufung sind unbereubar. Da steht ja nicht, Gottes Gabe und Berufung für Israel sind unbereubar. Es steht ganz allgemein und ohne jede Einschränkung, Gottes Gabe und Berufung sind unbereubar. Wir sehen das nicht nur am Volk Israel im Allgemeinen, wir sehen es auch am Königtum Davids im Besonderen. Obwohl David und seine Nachkommen zweifellos jede Menge Mist gebaut haben, bleibt Gottes Berufung bestehen. Dem David ist ein ewiges Königtum verheißen, trotz seiner Schwachheit und Sünde, trotz der seines Sohnes Sauls und Rehabeams erst recht und so weiter. Die Verheißung bleibt bestehen und im Davids Sohn Jesus wird sie ewig erfüllt werden. Denn Gott ist ein Gott ewiger Treue. Daran dürfen auch wir uns festhalten, ganz egal was kommt. Gott kann überhaupt nicht anders als treu zu sein. Und wir haben deshalb nur eines zu tun, an dieser Treue festzuhalten. Mir steht da immer wieder mein biblischer Namensvetter Jakob vor Augen, am Jabbok, als er mit Gott gekämpft hat. Und Gott sagt, ich muss mal gehen, es wird hell. Und Jakob krallt sich in ihm fest im lebendigen Gott und sagt, du kommst mir nicht aus. Denk nicht einen Augenblick dran, du kommst mir nicht aus, ich segne dich denn. Genau so dürfen wir Gott in seiner Treue festhalten und sagen, ich lasse dich nicht aus. Ohne deinen Segen, ohne die Erfüllung deiner Verheißung kommst du mir nicht aus den Fingern. Und so werden wir seine Treue erleben, heute und in Ewigkeit.